Herzlich willkommen zum Video über die gedämpfte Schwingung. In diesem Video werden wir sehen, wie wir anhand des Federpendels einen Dämpfungsterm in die Bewegungsgleichung einfließen lassen können. Danach schauen wir uns an, wie sich dies auf die Lösung auswirkt. Um die gedämpfte Schwingung zu verstehen, beschäftigen wir uns zunächst einmal mit dem Federpendel. Hier eine Skizze des Federpendels, wo eine Masse, der Masse m, über eine Feder mit der Federkonstante k verbunden ist. In dieser horizontalen Anordnung kann sich die Masse nach rechts und links in der ersten Annahme ohne Reibung bewegen. Dann haben wir wieder einen harmonischen Oszillator, wie wir ihn im letzten Video besprochen haben. Die Bewegungsgleichung dazu lässt sich einfach aufschreiben, indem man realisiert, dass die Kraft, die auf die Masse m wirkt, gegeben ist durch die Auslenkung von der Ruheposition durch minus k mal x, und das müssen wir wieder gleichsetzen mit der Beschleunigung, die gegeben ist durch m mal Doppelpunkt. Diese Gleichung umgestellt führt zu x 2 Punkt plus k über m x gleich 0, und das ist genau die Gleichung, die wir in dem letzten Video als die Gleichung des harmonischen Oszillators identifiziert haben. Nun, um auf eine gedämpfte Schwingung zu kommen, brauchen wir einen Reibungsterm. Und zwar nehmen wir für die gedämpfte Schwingung an, dass dieser Reibungsterm linear in der Geschwindigkeit ist. Quantifiziert wird diese Reibung durch einen Reibungskoeffizienten, den wir b nennen wollen, sodass wir auf der rechten Seite der ursprünglichen Gleichung, ich schreibe diese Gleichung nochmal in blau, für den Fall Mitdämpfung haben wir immer noch mx doppelt abgeleitet, ist gleich minus kx, wobei wir zusätzlich jetzt noch eine geschwindigkeitsabhängige Komponente haben, die ebenfalls die Deschleunigung bewirkt, sprich minus b mal x. B mal x Punkt. Um diese Gleichung zu analysieren, werden wir sie wieder umstellen. Dazu macht es Sinn, diesmal einen Parameter rho einzuführen, den wir definieren als b geteilt durch 2m. Durch Umstellen wird nun aus dieser Gleichung die Gleichung x Doppelpunkt plus 2 rho x Punkt plus Omega 0 Quadrat x gleich 0. Das Subskript 0 führen wir hier ein, weil wir bei der Diskussion von gedämpften Schwingungen noch andere Frequenzen haben werden, die wir ebenfalls mit Omega bezeichnen. Und um die besser unterscheiden zu können, nennen wir die Eigenfrequenz des harmonischen Oszillators in diesem Fall Omega 0. Und zusätzlich haben wir hier Omega 0 natürlich noch gegeben als die Wurzel aus k durch m. Das hatte ich auf der vorhergehenden Folie vergessen hinzuschreiben. Wenn wir nun probieren, diese Differentialgleichung zu lösen, die immer noch homogen ist, aber jetzt Koeffizienten in der zweiten, der ersten und der nullten Zeitableitung enthält, können wir uns die charakteristische Gleichung für diese Differentialgleichung anschauen, die da wäre x² plus 2 rho x plus Omega 0 Quadrat ist gleich 0. Hier haben wir die Ableitung mit der Zeit einfach ersetzt durch Exponentiation, und wir hätten die Variable genauso gut y oder Theta oder was auch immer nennen können. Das ist eine andere Gleichung, die jetzt eine Polynomgleichung und keine Differentialgleichung mehr ist. Wenn wir jetzt diese Polynomgleichung lösen wollten, dann würden wir die altbekannte Formel für das Lösen quadratischer Gleichung anwenden. Anhand dieser Formel für das Lösen der Polynomgleichung sehen wir nun, warum es sinnvoll war, das Rho genau so zu definieren, dass hier 2 Rho auftaucht, weil wir so den Faktor 2 respektive 4 in der Wurzel schön wegkürzen konnten, sodass wir für x1 und 2 die Lösung minus Rho plus minus Rho Quadrat minus Omega 0 Quadrat erhalten. Nun wissen wir, dass abhängig davon,
ob der Term unter der Wurzel positiv oder negativ ist, wir im Reellen unterschiedlich viele Lösungen erhalten. So erhalten wir für einen negativen Wert unter der Wurzel keine reellen Lösungen. Wenn der Wert gleich 0 ist, so erhalten wir eine entartete Lösung. Und nur wenn der Wert positiv ist, erhalten wir zwei unterschiedliche Lösungen. Das ist im Fall der Differentialgleichung genau gleich, sodass es sich lohnt zu unterscheiden die folgenden Fälle. Das heißt, für den ersten Fall, wo wir annehmen, dass Rho kleiner ist als Omega 0 und damit auch Rho Quadrat kleiner als Omega 0 Quadrat, haben wir nur komplexwertige Lösungen, weil die Wurzel von einer negativen Zahl gezogen wird. Und das führt, wenn wir es einsetzen, in die Exponentialfunktion zu folgender Lösung. Das heißt, wir haben x von t ist gleich c1 mal e hoch minus Rho plus i Omega Strich mal t plus c2 mal e hoch minus Rho minus i Omega mal t. Und auch das ist wieder ein Omega Strich. Nun, das Omega Strich entspricht genau dem Quadratwurzelterm. Das heißt, Omega Strich ist gegeben als die Quadratwurzel aus Omega 0 Quadrat minus Rho Quadrat und damit wieder eine reelle Größe, wo wir das i einfach vorne vorgezogen haben. Und diese Lösung entspricht grundlegend wieder einer schwingenden Lösung, so wie wir es im letzten Video zum harmonischen Oszillator gesehen haben. Allerdings haben wir hier auch einen reellen Teil und dieser reelle Teil ist das, was letztlich zu der Dämpfung führt. Das heißt, wir können dies wiederum darstellen durch die Umformung, ähnlich zu denen, wie wir sie im letzten Video gesehen haben, sodass wir auf die folgende Lösung kommen mit a0 e hoch minus rho mal t und dann der Cosinus-Schwingung von dieser neuen Frequenz Omega Strich mal t plus der Phase Delta. Und was wir hier sehen, ist praktisch die Oszillation, ähnlich wie zuvor, mit einer Amplitude an 0 am Anfang und über die Zeit wird diese Amplitude exponentiell unterdrückt. Nun, wie das Ganze aussieht, dazu zeichne ich einfach kurz einen Graphen. Das heißt, wir haben hier die x-Achse und wir haben die Zeitachse in der horizontalen. Und was wir als erstes machen können, ist, wir können uns mal diese einhüllende e hoch minus rho t aufmalen. Die sieht etwa wie folgt aus. Das heißt, ich zeichne hier auch noch das Negative von dieser einhüllenden. Das heißt, das ist einfach ein exponentieller Zerfall. Und die Kurve x von t, die sieht nun folgt aus. Wir haben den Cosinus mit irgendeinem Phasenversatz. Das heißt, wenn wir jetzt den Phasenversatz, sagen wir mal 0 wählen, dann fängt der Cosinus an, oszilliert und geht aber jeweils nur bis zu dieser einhüllenden, die ich leider nicht so ganz symmetrisch gezeigt habe und auch meine Periode ist nicht so ganz konstant, aber ich glaube, es wird einigermaßen klar, was das bedeutet. Das heißt, wir haben eine Schwingung und die Amplitude dieser Schwingung wird immer kleiner, so wie wir es aus der physischen Welt tatsächlich auch kennen, weil wir dort immer irgendwelche Reibung haben, ob das jetzt Luftreibung ist, Wasserreibung, Reibung im Lager, was auch immer. Das heißt, über die Zeit nimmt die Amplitude immer weiter ab, bis irgendwann unser Pendel stehen bleibt. Als zweites betrachten wir den Fall, wo Rho gleich Omega 0 ist. Und in diesem Fall ist der Wert, der in der Quadratwurzel steht, gleich 0. Das heißt, wir erhalten nur noch eine Lösung. Die Lösung in diesem Fall ist somit gegeben als x von t gleich c1 e hoch minus rho mal t plus c2 mal t mal e hoch minus
Rho mal T. Das heißt, was wir hier sehen, ist keine Schwingung mehr, sondern einfach ein Zerfall auf die Null-Auslenkungsposition, die Neutralposition des harmonischen Oszillators ohne Schwingung. Im Fall Rho größer als Omega 0 haben wir wieder zwei Lösungen. Hier ist auch wieder Rho Quadrat größer als Omega 0 Quadrat. Und das führt zu den folgenden zwei Lösungen. Grundsätzlich sind beide Lösungen gegeben durch die gleiche Gleichung. Und zwar ist x von t gleich c1 e hoch Lambda 1 mal t plus c2 mal e hoch Lambda 2 mal t. Und Lambda 1 und Lambda 2 sind in diesem Fall gegeben als Lösung der zugehörigen Polynomgleichung, wo wir also haben minus Rho plus minus die Wurzel aus Rho Quadrat minus Omega 0 Quadrat. Diesmal richtig herum, denn wenn Rho größer ist als Omega 0, dann kriegen wir hier einen reellen Wert für diese Wurzel. Und Lambda 1 ist einmal mit dem positiven Vorzeichen und Lambda 2 mit dem negativen, wobei das letztlich egal ist, weil wir einfach die Koeffizienten C1 und C2 nachher so bestimmen können, dass dies zu dem vorliegenden Problem passt. Nun, um diese beiden Fälle zu unterscheiden, schauen wir uns wiederum den zeitlichen Verlauf an. Und zwar haben wir hier wieder die Zeitachse in der horizontalen Richtung. Und was wir haben, ist zuerst einmal den Fall Rho gleich Omega 0. Das heißt also diesen Fall. Den zeichne ich einmal in grün ein. Wiederum nur qualitativ. Und der nähert sich der 0 an. Und für den Fall Rho größer als Omega 0 haben wir dann den langsameren Zerfall, wo es also wesentlich länger dauert, bis wir zur Ausgangslage zurückkommen. Nun haben all diese drei Fälle einen eigenen Namen und das ist, was wir im Folgenden noch kurz betrachten wollen. Der erste Fall war der Fall Rho kleiner als Omega 0. Dieser Fall ist bekannt als der Fall der schwachen Dämpfung. Und in diesem Fall ist die Lösung gegeben als wobei Omega Strich die neue Frequenz der Oszillation ist und diese ist gegeben als dies ist der einzige Fall, wo tatsächlich noch eine Schwingung auftritt, wobei die dies ist der einzige Fall, wo noch eine Schwingung auftritt, wobei die Schwingung jedoch in der einhüllenden eingeschlossen ist und somit die Amplitude konstant abnimmt.
Der zweite Fall, den wir angeschaut haben, war der Fall Rho gleich Omega 0. Und dieser Fall ist bekannt als der Fall der kritischen Dämpfung oder auch aperiodischer Grenzfall. In diesem Fall ist die Lösung gegeben wie folgt. Dieser Fall ist der technologisch interessanteste, weil gerade bei Stoßdämpfern oder sonstigen Dämpfungssystemen wir eigentlich eine kritische Dämpfung anstreben, damit ein... Dieser Fall ist der technologisch interessanteste Fall, weil wir in vielen Anwendungen probieren, eine kritische Dämpfung zu erreichen, damit wir möglichst schnell wieder in den Ausgangszustand zurückkehren können. Zu guter Letzt haben wir uns noch den Fall der überkritischen Dämpfung angeschaut, mit Rho größer als Omega 0. Dieser Fall ist auch bekannt als der Kriechfall und die Lösung ist gegeben als... Wobei Lambda 1 und Lambda 2 gegeben sind als Lösungen der Polynomgleichung.